Yo, Leute, und hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Minecraft PvP. Wir spielen wieder Rage Mode zusammen mit Markus. Jo, Leute. Und wer zuerst Rage Mode hier gewinnt auf Gummi, geht als Sieger hier vor. Und da habe ich meinen First Kill. Oh. Ebenfalls. Ich habe den Kill. Und den krieg ich. Komm da. Ich habe den nächsten Kill und bin gestorben, aber ich habe eine 3er Streak, das heißt, es gibt nochmal Bonuspunkte. Und der kriegt mir direkt einen Volltreffer, der Mongo. Natürlich. Alter, wer zur Hölle ballert die ganze Zeit hier auf das Fenster? Da habe ich mich schön absahnen lassen. Was? Max ist durch den durchgeflogen, Alter. Wortwörtlich, ich war genau hinter dem Stand, der schon liegt. Ich werf so einfach hindurch und durch. Ne, meine Axt hat einen Volltreffer gelandet. Alter, wenn ich auf dich schießen will, kommt natürlich von hinten wieder einer und rettet dir das Leben. Immer dieser Typ mit diesem Gefängnis da, Anzug da, Skin. Was ist denn das Gefängnis? Skin ist oder so. Nein, der mit der Axt! Boah, leck. Ich lapp mal. Bisschen um die Ecke. Spaß dir. Killstreak. Das gibt immer fett Bonuspunkte, sowas. Jetzt hat der Markus auch eine 5er. Okay. Double Kill. Hat Stainler Watts auch eine 5er? Aber den habe ich auch gleich wieder getötet. Oh, du bist so ein Mongo. Die noch nicht mal gesehen und auf einmal bam der Schuss. Hast du schon wieder diese 400? Ah ja, natürlich hast du schon wieder diese 500 irgendwas Punkte und bist Erster. Ich finde schon wieder seit Ewigkeiten keine Gegner mehr. Obwohl hier 8 Spieler auf der Map sind angeblich. Die Map hier ist einfach viel zu groß schon wieder. Was tötete dich durch Axt? Ich habe auch einen Axtkill endlich mal wieder gemacht. Alles klar. Der Party wurde nervt davon gelöst. Richtiger Mongo ist das. Ja, ich glaube, das Nello gewinnt, wie gesagt. Ich habe einfach wieder eine Axt kassiert. Also ich gewinne es auf jeden Fall nicht mehr. Ich kassiere zu oft Axt. Ich bin Dritter.
ist irgendwie so mega viele Punkte vor mir. Hast du 575? 600. Ja, dann bist du Erster. Und zwar Abstand. Richtig Abstand, Erster. Und das, obwohl ich halt eine 14 zu 8 hab, ne? Nur weil du halt mehr Kills hast. Die KD ist eigentlich scheißegal hier. Hauptsache du machst Kills. Ja klar. Gib mir halt noch so einen mega One-Hit. Ja klar, der überlebt. Ich hab viel mehr Pfeile geschossen. Der hat auch nie getroffen. Aber ich sterbe und er nicht, oder was? So, Stanginello habe ich noch eine Axt gegeben. Was? Das überlebt, Alter. Und du hast gewonnen. Yes. Ich habe wieder gewonnen. Jo Leute, Markus hat wieder gewonnen. Wir sehen uns in einer weiteren Folge davon. Hoffentlich mal wieder ohne dass Markus gewinnt, weil der raged hier immer so ein bisschen ab. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Servus und ciao. Tschüss. Jojo Leute, und dann herzlich willkommen hier zur letzten Chance von mir, Markus hier in Rage Mode erst einmal zu besiegen. Markus auch wieder dabei, Minecraft PvP und so. Rage Mode auf Gomme, you know. Und da geht's los. Und ich mach sofort einen Double Kill. Und ich mach einen zweiten Kill und bekomme sofort eine Axt und hab somit wieder 0 Punkte. Ach, fick euch doch alle, ohne Scheiß. Du vor allem. Du hast nichts mehr mitzureden, Alter. Du hast nichts mehr mitzureden. Meine Axt ist an dir vorbeigeflogen. Du bist echt so ein Hacker. So ein Anti-Axt-Hacker. Hat dir nichts geholfen, weil ich einfach 0 Punkte hab. Anti-Axt-Hacker, Alter. Ja doch, ich hätte dich gekillt und eine Punkte dafür bekommen. Schau. Ich hab mir schon was gebracht. Boy. Mann, Alter. Hey. Wenn du nicht sterben musst. Oh komm, jetzt verpiss dich einfach mal. Ich hab nur 55 Punkte. Weil ich die ganze Zeit geaxtet werde. Ich hasse dieses Spiel. Es ist so scheiße. Aber es bringt mich echt zum Rage, muss ich sagen, ja. Ha, Mongo. Wer mit dem Bogen aus der Halle rausläuft. Und ich werde geaxtet. Ja, ficken. Das sind die Skills. Oh ja, meine Axt rutscht an einem anderen vorbei und der dreht sich natürlich um. Und ich wurde wieder geaxtet. Ich hab 5 Punkte. Fuck, ich hab noch 5 Punkte, Mann. Los. Alter, 5 Punkte. Ich werde die ganze Zeit geaxtet. Jetzt habe ich 30 Punkte. Während der erste schon 310 habe ich 30. Und der Markus ist einfach auch Dritter von hinten. Okay, gut. Dann muss ich die Runde schon nicht befürchten, dass Markus gewinnt. 50 Punkte. 50 Punkte, Alter. Mega schlecht einfach. Ja, ich lauf raus und bekomme einfach sofort... Es gibt's doch nicht, Alter. Und ich krieg sofort wieder mal mit. Man kann einfach kein normales Punkte jetzt machen, Alter. Einfach sofort... Und geaxtet, jetzt habe ich 0 Punkte. Na endlich mal. Das war's gut. Nö. Jetzt hab ich vom Messer gekriegt von dir. Irgendwie muss ich ja wieder einen Punkt bekommen. Messer gibt's da so wenig Punkte, aber ist halt ein sicherer Kill, weißt du? Und bei meinem Luck gerade eben. Ich habe 35 Punkte, ich habe eine 9-11 KD. Weißt du, da muss man halt schauen, dass man irgendwie wieder einen Punkt bekommt. Ah ja, Killstreak. Ich habe Verfolger, Fakt ist. Und er killt mich trotzdem, obwohl ich ihn mit dem Pfeil zurückbauen und dann noch mit drauf schieße. Ja, er sieht mich nicht mal und gibt mir einen One-Hit. Alter, ist das mad. Ja, zumindest habe ich ihn dafür geaxtet. Hat er echt verdient. Und ich habe keinen Bogen. Hey, ich habe keinen Pfeil mehr. Doch, ich habe wieder einen Pfeil. Dass ich das nicht leiden kann. Natürlich, der zeigst du oder wer der heißt, Spread and Space, Alter. Ey, der Brett's in Space, ne, der macht mich auch die ganze Zeit fertig.
Kannst du noch so gut von hinten angreifen und voll viel Schaden machen, ja, dann mach dich fertig. Der dreht sich einfach um und macht One-Hit. Ne, bei mir hat er keinen One-Hit gemacht, die hat einen ewig langen Kampf und die ganze Zeit gegenseitig nur so einen Herzschaden gemacht, aber er gewinnt trotzdem. Obwohl ich als allererstes schon voll den guten Körpertreffer hatte. Na, fick dich. Ich schieß schon die ganze Zeit auf dich, aber ich hab dich einfach nie bekommen. Welche falsche Ex haben sie denn überhaupt, ey? Das 5 Millionen, von ey. Hinten, ich hätte dich einfach weggenagt. Ja, oder Ex. Ja, ich bin sowas von Hurensohn, aber da stehe ich dazu, weißt du? Oh, da war wieder Bretz und jetzt müsste ich von der Seite... Einmal, wo ich gegen Bretz gewinne, müsste ich von der Seite jemand ein und schießt mich weg. So, mal den gleichen Bild. Ja, ich schieße ihm direkt durch den Kopf durch und er überlebt. Was ist das für ein Hacker? 305, bist du vor mir? Ich seh's nicht, nein, du bist voll weit hinten, gut. Oh, ich hätte es ja sagen sollen, du fängst gerade wieder mit deiner Killstreak an. Lol, das schwebt halt in der Luft. Ah, fick dich doch! Die Axt war geil. Ich musste verhindern, dass du wieder an Punkte kommst in deiner scheiß Killstreak, Alter. Tut mir leid, aber du bist jetzt mein Erzfeind. Ich muss diese Runde gegen dich gewinnen. Super. Natürlich. Egal mit welchen Mitteln, Hauptsache ich gewinne gegen dich. Mach gleich meine Hex mit X an, Alter, und dann geht's ab. Nein! Pass, ich wurde so exit, Alter. Nein, ich hab dich verpasst mit der Ex. Du hast natürlich wieder sofort einen, der deinen Rücken deckt und mich tötet. Hast du deinen eigenen Bodyguards angestellt, oder was? Brad, come on! Nein! Und wer hat gewonnen? Natürlich hat er gewonnen. Brad in Space, den wollte ich gerade exten, Alter. 6 Minuten jetzt in der Runde. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe noch eine Chance, mein Markus nicht verreckt, der Mongo da. Aber ich war besser wie er diesmal. Aber ich habe leider nicht gewonnen, darum zählt's nicht. Ja, bis gleich. Ja.